Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Ensom the World Apart. Wir sind nach wie vor in der zweiten Staffel. Das Spiel ist noch im Early Access, das heißt, es können Bugs passieren. Es ist noch nicht alles implementiert, was zum Release im Spiel drin sein soll. Aber es gab auf jeden Fall ziemlich viele neue Sachen und die teste ich jetzt hier mit meiner Siedlung Promethea aus. Im Zweifel läuft es ohnehin darauf raus, dass wir ein bisschen was Chaotisches machen hier und hoffen, dass wir nicht beim ersten richtig fiesen, sauren Regen draufgehen. Aber hey, immerhin, wir haben jetzt hier die Kontaminationskits, was ich sehr, sehr cool finde, dass es das inzwischen gibt. Damit kann man nämlich Essen und sonstige Vorräte und so weiter bereinigen. Und ansonsten schauen wir mal, was daraus wird. Okay, was stellt der gerade her? Der stellt Metall her. Gut, dann sollten wir mal auf Metallwerkzeuge umstellen. Denn wir haben in der letzten Folge einen Auftrag gekriegt, Metallwerkzeuge herzustellen. Und was müssen wir machen, um Strahlenanzüge hinzukriegen? Plastik. Ach du lieber Himmel, das ist ganz schön teuer, der Spaß hier. Eieiei. Mhm. Ja, aber jetzt brauchen wir erstmal einen kleinen Vorrat, bis diese ganzen Kinder hier wieder erwachsen werden. Da brauchen wir nämlich dann ganz ordentlich Tücher und was weiß ich noch was, um die zu schützen. Und, ja, alles nicht so leicht. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen, was brauchen wir hier? Holz und Metall und Schrott. Uiuiui. Was sieht denn hier mit dem Schrott aus? Okay. Wir brauchen auf jeden Fall bald einen weiteren Arbeiter, damit wir hier ein bisschen schneller zurande kommen. Der eine, der schafft das nicht mehr. Kann ich hier irgendwo was einsparen? Ich muss mal gucken. Wasser passt zumindest so einigermaßen, Essen aber nicht mehr wirklich. Das ist natürlich nicht so schön hier. Ein bisschen trocken. Wie sieht es hier aus? Auch ein bisschen trocken. Okay, ich glaube, wir brauchen demnächst dann neben dem Kräutersammler auch noch einen, der Beeren sammelt und so Zeug. Wobei, ich könnte den Dekontaminierer mal ein bisschen einstellen und dann den Schrottsammler aufbauen. Das wäre eine Möglichkeit. Und hier ist ja die Kräuterhütte. Wie viele Kräuter haben wir? Wir haben echt eine Megamenge Kräuter. Das heißt, wir werden jetzt hier auch mal eine Sammlerhütte umstellen. Ich glaube, das wäre ganz hilfreich. Denn ein bisschen mehr Essen aus dem Wald, wenn wir dafür die Gelegenheit haben, wäre hilfreich, ja. Und hier fehlt auch noch jemand, also es wird Zeit, dass diese Kinder hier mal erwachsen werden. Aber wir haben bald Nachwuchs, 4 Kinder. Macht mal hin hier. Bisschen Holz brauchen wir auch noch. Boah. Wir brauchen sehr viel Holz. Oh Mann, oh Mann. Wir brauchen noch einen weiteren Förster, glaube ich. Ja, das sind zu wenig Leute. Eieiei. Kinder, werdet erwachsen. Wir haben eine Menge Arbeit für euch. Oh Mann, oh Mann, und ich komme hier einfach nicht voran. Ich wollte das hier so gerne noch ausbauen, damit wir endlich ein Feuer vor dem Bus haben. Und ich wollte hier auch endlich mal ein Silo basteln und so weiter. Es ist echt... Man kommt nicht hinterher, so viele Bedürfnisse haben die Leute. Aber, naja, was willst du machen? Man muss halt dran arbeiten. So. Strahlenanzüge, ey Leute, ihr habt wirklich zu viel. Oh Mann. Aber zumindest wird dann hoffentlich bald die Bude hier fertig. Wenn wir hier demnächst ein bisschen Holz ranschleppen. Was bist du? Der ist Hirte. Warum lagerst du Zeug um? Kräuter. Okay. Braucht er das für unsere Viecher hier unten? Oh. Ich sehe hier ekelhafte Büffelkacke. Und wir haben hier bald 64 Milch. Also das ist offensichtlich ein ganz guter Produzent. So. Holt er sich hier jetzt gerade irgendwie Fleisch? Oh, hier ist ein totes Viech gewesen, glaube ich. Aber er hat das mit dem Jagen zumindest kapiert. Das ist schon mal ein Anfang. So. Hier sind auch so gut wie alle Viecher mit dabei, die hier in der Gegend rumrennen. Ja. Das wird. Wo ist denn jetzt unser Jäger?
Ah, der bringt Essen mit. Sehr schön. Was hast du eigentlich alles dabei? So, wie viel ist denn das, was du da mitbringst? 40 Stück Büffelfleisch. Hm, lecker. Das läuft. So, oh, wir haben Arbeitskräfte. Yeah. Okay, ein Förster. Upsi, also wir brauchen auf jeden Fall einen Förster. Uah. Alter. So, wo ist er denn? Hier, Fischer, bupp. Einen Sammler und einen Förster da. Wir brauchen davon auf jeden Fall mehr. Und schon sind wieder die neuen Arbeitskräfte verbraucht. Ich verbrauche Leute. So, du hast keinen Schrott. Ich merke das schon. Die Hütte können wir jetzt eigentlich abreißen. Weil hier oben hätten wir dann jemanden, der die Arbeit direkt vor Ort machen kann. So, was brauchen wir hier? Stoff. Ach, Stoff müssen wir machen. So, wie sieht es bei den Baumeistern aus? Wir haben immer noch zwei. Wo sind die denn gerade? Liebe Baumeister, was macht ihr hier? Ah, okay, hier wird gebaut. Hier kommen auch neue Vorräte an, wie es aussieht. Ja, sehr schön. Das kommt doch gut. Bitte habt noch ein bisschen Holz dabei gehabt. Ja, und auch ein bisschen Schrott. Wo ist denn der nächste? So, unsere beiden freundlichen Schrottarbeiter sind jetzt hier noch am werkeln. Hier unten sind noch welche. Und hier sind auch noch welche, die weggemacht werden müssen. Okay. Oh, wir haben noch mehr Leute, die arbeiten können. Das ist gut. Das heißt, ein weiterer Schrottsammler darf ran. Und was können wir noch brauchen? Sondierer können wir gerade eh nur einen unterhalten. Das ist der, der dann hier arbeiten wird. Aber einen Baumeister könnten wir noch reinstecken. Weil wir brauchen gerade Leute, die A, entweder bauen, oder B, Straßen graben. Hm? Ich weiß, ich bin mal wieder zickig. Aber das hier ist wirklich wichtig. Also, dass wir jetzt endlich hier eine Unterkunft haben, dass die Leute auch ein bisschen glücklicher sind. Nur gutes Essen reicht ja jetzt auch nicht. Auch wenn wir unseren Speiseplan um Milch ergänzen. Das ist echt... Ich bin davon echt begeistert. Ich frage mich, welche Viecher gäbe es denn jetzt noch? Mal gucken. Hühner? Okay, da würde es wahrscheinlich Eier geben. Was gibt's hier? Die können nur zur... Also, Hasen können nur geschlachtet werden. Ziegen machen auch Milch. Wildschweine kann man auch nur schlachten und Rehe kann man auch nur schlachten. Also haben wir mit den Büffeln gleich nochmal eine richtig gute Sache. Das finde ich gut. Ach ja, doch, das ist schön. Oh, und hier wird gleich mal ein Büffel abgearbeitet. Oh, sehr nice. Da kommt richtig gut Fleisch rein, aber wir haben ein Essensproblem, definitiv. Eieiei. Wir haben auch ein Holzproblem. Ich hoffe, dass sie das jetzt hier hinkriegen. Mit mehr Holz. So, wo könnt ihr denn hier das ganze Holz holen? Haben wir jetzt noch einen freien, den wir als Förster nehmen könnten? Leider nicht. Okay, also ich hoffe mal, dass wir das jetzt hier noch hinkriegen. Weil die wichtigen Sachen sind jetzt alle da. Fehlt jetzt nur noch ein bisschen Holz. Kommt da jetzt einer und holt welches? Bist du? Im Ernst? Alter, ich will dich doch nur an... Ich will dich anwählen. Ist ein Schrottsammler, okay. Nee, da kommt keiner mit Holz. Holst du Ressourcen? Lagert Ressourcen um. Okay, was holst du? Ah, er holt jetzt erstmal, okay. Ich hoffe, er holt jetzt genügend. Bitte, bitte, lass es genug sein, weil dann können wir nämlich endlich mal wieder einen Vorrat anlegen. Ist schon schwer. Den Holzfäller, den hätte ich wirklich früher bauen müssen. Ich merke das schon. So, was bist du? Baumeister. Okay, der hat was mit dabei. 8 Stück. Oh, das ist so wenig. Wir brauchen mehr. Leute, wir brauchen mehr. Oh Mann, Mann. Alter, alles nicht so leicht.
So, jetzt brauchen wir nur noch Strahlenanzüge und müssen Dekorationen bauen. Oh, okay, die erste ist offensichtlich schon fertig. Oder? Ah, guck mal, hier ist schon die erste Hecke. Die Leute finden das hier gar nicht mehr so scheiße. Es ist nur noch minus eins, aber die anderen finden es toll. Okay, dann müsst ihr durch. Die nächsten Hecken kommen bestimmt. Und jetzt regnet es wenigstens auch wieder. Auch wenn es ein etwas saurer Regen ist. Aber gut. So, oh, da kommt einer. Bringst du was mit? Bitte bring mit 8 Stück Holz. Mühsam ernährt sich das Lagerhörnchen, aber echt. Ich mach mal ein bisschen schneller, sonst dauert das hier so eine halbe Ewigkeit. So, komm, bring mal rum. Wir brauchen dringend die Unterkünfte. Die Leute werden schon zickig. Die finden das nämlich alle doof, wenn sie hier irgendwie draußen leben müssen. Und ich verstehe das sehr gut. Ich würde auch nicht gerne irgendwie unter freiem Himmel bei so einem scheiß Wetter dauernd schlafen müssen. So, kriegt er das jetzt hin? Ja! Baut die Bude, Leute! Baut die Bude! Hopp, zack, zack! Sehr schön! So gehört sich das. Oh, wir haben die nächsten Arbeitskräfte. Förster. Und Schrottsammler. Oder? Na, Schrott haben wir genug. Wir brauchen jetzt Leute, die dran arbeiten, dass da was rankommt. Wir brauchen gleich einen zweiten Sondierer, weil der hat hier kein Metall mehr. Oder? Was fehlt dir denn? Ah, wobei, der braucht Holz und so. Ja, also die 4 Förster, die waren auf jeden Fall notwendig. Oh Mann. Ah, was eine harte Nummer, ja. So, hier brauchen wir jetzt ja noch sehr viel Holz. Oh, dafür haben wir jetzt auch genug. Oh! Wir haben endlich wieder ein bisschen Holz auf Vorrat. Das ist ja... Wow, ich bin hin und weg. Kaum zu glauben. Krass. Ja, aber das ist schon mal schön. Also, war dringend nötig. Es wird. So langsam wird es. Hoffe ich. Irgendwann. In 10 Jahren. Oh mein. Es ist echt nicht leicht hier. So, hier kommt wenigstens gleich noch ein ordentlicher Sprung Kartoffeln rein. Und demnächst hoffentlich auch Pfirsiche. Und hier haben wir wieder Milch. Genau. Sehr schön. Wenn der jetzt dann hier irgendwann demnächst fertig wird, der Sammler, dann kommen wir voran. Aber das ist cool mit der Hecke hinten dran. Und diesem Feuerkorb. Ist schon was. Ah, hier kommt der Baumeister und macht das Ding hoffentlich fertig. Ja. Dann haben wir nachts wenigstens hier auch mal eine Positionslampe. Dann wissen die Leute auch, wo sie hin müssen, wenn sie heim wollen. Ist immer schlimm so. Beim Zeltlager. 100.000 Feuer. Man fragt sich so, scheiße, wo war denn jetzt eigentlich mein Zelt? Sieht alles gleich aus. So, mach mal hier dein... Ja, Junge! Nicht einfach nur reinpacken, sondern fertig machen? Ah, okay. Er braucht doch Holz. Ja gut, ich verstehe das. Und hier kommt dann die nächsten. Okay. Bringt der gerade schon... Oh, der bringt das gerade schon her. Cool. So, und hier ist jetzt kein Schrott mehr? Oder was? Wie kannst du es nicht mit... Junge? Ist nicht mehr viel. Ja, gut, ich sehe das Problem. Ja, demnächst. Ihr dürft ja gleich wieder. Ihr dürft ja bald wieder. Seid mal nicht so unzufrieden. So, was braucht die hier? Schneiderei. Viel Stoff. Ja, kommt aber ran. Es wird. Wir arbeiten dran. Okay, hier unten stehen noch ein paar Ressourcen, die irgendjemand mitnehmen sollte. Vielleicht irgendwann. Holz und Schrott. Tja, liebe Leute, ne? Das müsst ihr mal mitnehmen hier. Brauchen wir noch. Ach ja. Na, das wird. Unsere Holzkrise scheint jetzt erstmal beseitigt zu sein. Unsere Schlafkrise auch. Die Leute haben hier zumindest ein Zuhause. So. Und hier sind auch noch genügend Kinder in Produktion. Ja, wird. Der Einzige, der jetzt seine Bude hier noch ein bisschen scheiße findet, ist der, weil hier in der Nähe dieses Arbeitsdings ist. Aber hey Leute, ne? Irgendwo muss das Zeug ja herkommen, das ihr gut findet. So weit, so gut. Und hier werden ordentlich Kartoffeln abgeerntet. Sehr schön. Da können wir uns eigentlich demnächst ein neues Feld leisten mit irgendwelchem anderen Zeug.
überlege mal, ob wir hier nicht ein... Karottenfeld hinsetzen. Denn wir haben dafür noch Saatgut. So, und einen Bauern könnten wir uns auch noch leisten. Die kommen damit nämlich relativ gut zurecht. Also so ein Bauer pro Feld bei einer brauchbaren Größe. Das kriegen sie schon abgeerntet. Und ein paar Karotten sind jetzt auch nicht verkehrt. Gesunde, ausgewogene Nahrung. Wir haben Kartoffeln, wir haben Milch, wir haben Büffelfleisch und Pfirsiche. Und Fisch. Fisch haben wir auch, stimmt. Also könnte alles viel schlimmer sein momentan. Zumindest ist der Start jetzt nicht ganz so holprig wie bei manchen anderen Gelegenheiten, die ich mit diesem Spiel hatte. So, ist jetzt hier alles abgeerntet? Okay. Arbeitsfeld ändern. So, Leute. Viel Spaß, da habt ihr viel zu tun mit dem Ding hier. Vor allem müsst ihr nicht so lang laufen. Und wir haben hier unten endlich Platz für alle interessanten Dinge. So. Und wenn der hier fertig gebaut ist, dann können wir endlich auch mal jemanden losschicken. Okay, der Kräutersammler ist voll. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier noch irgendwas anderes machen können. Werkzeuge brauchen wir dringend gerade? Eigentlich schon. So, aber Metallwerkzeuge haben wir jetzt produziert. Jetzt machen wir wieder welche aus Schrott. Die sind zwar nicht so toll, aber es ist besser als nichts. So, Schutzzeug haben wir jetzt langsam auch wieder. So, Kräuterhütte ist mal alle. Und hier kommen jetzt die Jungs und Mädels, die sich darum kümmern, dass man hier ordentliches Zeugs reinkriegt. Genau. Sehr schön. Ist ja jetzt auch nicht so viel, was gebraucht wird. Ein bisschen Holz, ein bisschen Schrott, das passt schon. Geht schnell. Und hier können wir auf jeden Fall Beeren und Pilze kriegen. Was wirklich den Speiseplan enorm bereichert. Also, das finde ich schon ziemlich geil. Jetzt müssten nur unsere freundlichen Damen und Herren, Produzenten, Baumeister, irgendwann auch noch diese Straße hier fertig bauen. Echt jetzt. So, lieber Jäger, du hast hier noch... Oh, der hat hier echt viele Viecher, die er umholzen kann. Und holt sich hier erstmal bei einem Büffel noch so ein bisschen was. Yeah. Das läuft doch. Okay. Aber die nächste Dürre kommt bestimmt. Das sehen wir jetzt hier schon. Ich guck mal eben, wie kontaminiert die Umgebung ist. Noch gar nicht. Haben wir Glück gehabt. Weil es ist ein bisschen schlechter Regen. Aber das lässt uns dann hoffentlich demnächst die Zeit, den Bus hier noch auszubauen. Dann freuen sich die Leute nämlich. Oh, ich habe noch weitere Arbeitskräfte, wie es aussieht. Eine weitere Arbeitskraft. Das ist cool. Und hier wird erstmal Karotte ausgesät. Sehr schön. Und Kartoffel eingesammelt. Ja. Yeah. Und ich glaube, die sammeln hier auch gerade für sich ein. Oder? Wird geerntet oder gebaut? Nee, aufgebaut. Okay. Aber hey, ordentlich Karotten. Wir haben ja jetzt auch ein paar mehr hungrige Mäuler, die wir stopfen müssen. Die Leute haben ordentlich Hunger. Also da muss man wirklich schauen, dass man aus mehreren Quellen versucht, das Essen zusammenzukriegen. Denn wenn eine Quelle ausfällt, sind die anderen hoffentlich noch da. Oder zumindest man kriegt aus genügend Richtungen irgendwas zusammen, ohne dass es jetzt ein Mega-Problem wird. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön. Und als nächstes Forschung, Wissen, oi wei. Ah, Mann, 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 Mann. Alles nicht so leicht, ey. Wir haben so viel zu tun. Ah. So, dann haben wir hier jetzt den freundlichen Sammeltypen. Der dann hier ganz, ganz arg viel sammeln darf. Viel Spaß, Junge. Mädel, was auch immer. Wer kriegt das hin? Okay. Ja, wunderbar. Das läuft doch hier schon mal ganz brauchbar. So, Kohle.
könnten rein theoretisch noch einen Köhler mit dazu nehmen. Wofür brauchen wir denn jetzt hier 52, 44 Kohle? Was haben wir denn jetzt hier noch zu bauen? Eigentlich gar nichts. Oder ist das jetzt hierfür? Für die Kohleproduktion. Ah. Müssen wir mal gucken. Oh, jetzt ist schon wieder alle. Eieiei. Also das mit dem Holz läuft noch nicht so gut, oder? Wir müssen uns tatsächlich noch einen zweiten Förster zulegen. Und wenigstens moppert hier jetzt auch niemand mehr darüber, dass die Gegend so hässlich wäre. Guck mal, hier. Super geile Wohngegend. Beste Lage. Sozusagen. 10 Herzchen Wohnlage. Mit Deko und so. So, wir haben aber immerhin jetzt schon ein bisschen Deko hingekriegt. Wofür brauchen wir 60 Holz? Wo geht das ganze Holz denn hin? Ach, natürlich hier in die Produktion. Weil die Werkzeugproduktion braucht ja auf jeden Fall Holz. Ah. Da war ja was. Aber schon faszinierend, wie das alles miteinander zusammenhängt. Hier kommt glücklicherweise einfach nur rein. Aber hier müssen wir wirklich noch arbeiten. Also, da geht kein Weg dran vorbei. Gut, dann haben wir zumindest ein paar Herausforderungen für die kommenden Folgen. Damit es ja auch nicht langweilig wird, als wären Dürren nicht schon schlimm genug. Mal schauen, ob wir tatsächlich bis Tag 50 überleben. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Wassertechnisch müssen wir ein bisschen arbeiten. Aber ich hoffe mal, dass wir hier dann demnächst auch ein bisschen auf Vorrat hinkriegen. Also Plan, nochmal ein Recycler, der dann entweder Plastik herstellt oder Metall, je nachdem, was gerade mehr gebraucht wird. Und die Werkstatt hier, die produziert ja glücklicherweise auf Schrottbasis jetzt erstmal, damit wir zumindest Vorrat anlegen können. Ja, Rest schauen wir mal. Macht es gut, ihr Lieben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, zurück in die Endzone. Und macht's gut bis dahin. Tschüss.